Was glauben Sie? Welches Tier kann dem Menschen wohl am gefährlichsten werden? Ein weißer Hai? Ein Löwe? Oder ein Nilpferd? Ich könnte mir vorstellen, dass es Wölfe sind. Der weiße Hai. Ich glaube, Löwen. Alles falsch. Der Killer ist kein Raubtier. Er ist kaum 4 mm groß, aber seine Wirkung oft tödlich. In diesem Fall wird tatsächlich aus einer Mücke ein Elefant. Die Weibchen der Gelbfiebermücke, auch Aedes aegypti genannt, sind die wichtigsten Überträger einer der gefährlichsten Viruskrankheiten der Welt, dem Dengefieber. Nach dem Stich dauert es nur wenige Tage bis zum Ausbruch. Dann erkranken sie akut mit hohem Fieber und starken Kopfschmerzen und was ganz typisch ist, extremen Muskelschmerzen. Heißt auch Knochenbrecherfieber. Vor allen Dingen bei Kindern, insbesondere in Asien, aber auch in der Karibik, gibt es eben dann komplizierte Verläufe. Und es kann dann so schlimm sein wie Ebola oder Lassa-Fieber, dass die Kinder richtig verbluten. Und gegenwärtig haben wir keine Impfung verfügbar. Genau das ist der Ansatz des britischen Zoologen Luke Elfie. Zusammen mit seinem Team beginnt er vor über 10 Jahren daran zu forschen. Sein Ziel ist es, die Gelbfiebermücke effektiv zu bekämpfen. Unsere Idee war es, die Methoden der Schädlingsbekämpfung zu optimieren. Wir suchten nach einem bestimmten umweltschonenden Weg, die Plage kontrollieren zu können. Statt Pestizide zu verwenden, wollten wir, dass die Mücke selbst ihre Vermehrung verhindert. Ursprünglich ist die Gelbfiebermücke in Afrika zu Hause. Inzwischen verbreitet sie sich aber weltweit. Man findet sie schon in über 100 Ländern. Darunter sogar in europäischen Regionen wie Kroatien, Südfrankreich oder der portugiesischen Insel Madeira. Jedes Jahr erkranken bis zu 100 Millionen Menschen auf der ganzen Welt am Dengefieber. Bis zu 25.000 von ihnen sterben an den Folgen. Ich habe mich mit einem Kollegen über die Sterilisation von Insekten durch Bestrahlung unterhalten. Dadurch wurde mir klar, dass die molekulargenetischen Werkzeuge, die ich bei der Grundlagenforschung benutzt habe, auch bei der Schädlingsbekämpfung funktionieren könnten. Darauf haben wir aufgebaut. Luke Elfie und seine Kollegen wollen eine Möglichkeit finden, wie sie die Fortpflanzung der Gelbfiebermücke eindämmen können, ohne sie zu bestrahlen. Und sie finden die Lösung, indem sie das Erbgut der Insekten ändern. Man muss es sich als eine Art genetische Sterilisation vorstellen. Genetisch veränderte männliche Mücken paaren sich in der freien Natur mit Weibchen. Deren Nachkommen sind nicht überlebensfähig. Sie finden tatsächlich einen Weg, wie sich die Mücke selbst auslöscht. Aber wie funktioniert das genau? Wir fügen den Insekten ein Gen bei. Das wird verdoppelt, dann paart sich die männliche Mücke mit dem Weibchen in freier Natur und überträgt dieses Gen so auf die Nachkommen. Das muss reichen, damit diese absterben, bevor sie erwachsen werden und jemanden stechen können. Und so funktioniert es. Im Labor werden winzige Mengen der gentechnisch veränderten Erbanlage in die Moskitoeier gespritzt. Die Larven im Inneren saugen sie in ihre Zellen auf. Dort werden sie anschließend in das Erbgut kopiert. Ein einziges Ei reicht, um eine ganze Kolonie bestehend aus ca. 200 Mücken zu züchten. Wir müssen dafür sorgen, dass die Sterilisation zeitweilig abgeschaltet werden kann. Das erreichen wir mit einem chemischen Zusatz, einer Art Gegengift, das wir den Larven verabreichen. So konnten wir sie im Labor weiterzüchten. Die Mücken bekommen eine Diät aus Tetracyclin, einem Breitbandantibiotikum gegen bakterielle Infektionen. Es verhindert, dass die Mücken noch im Labor sterben. Schließlich sollen sie ihre veränderten Gene ja später in der freien Natur weitergeben. Unsere freigelassenen Mücken überleben nur wenige Tage. Und das Gen verschwindet schnell wieder, weil auch die Nachkommen rasch sterben. Ein Vergleich macht die Wirkung dieser Genabschaltung deutlich. Ein Druckauftrag läuft. Legt man nun ein fehlerhaftes Papier in den Drucker ein, sorgt das für einen Papierstau. Und der bewirkt letztlich, dass der gesamte Druckvorgang abbricht. 2009 ist es soweit. In 3 vom Dengefieber betroffenen Regionen, Malaysia, Brasilien und den Cayman-Inseln, lässt man die genetisch veränderten Mücken frei. Mit verblüffendem Ergebnis.
Wir waren sehr erfolgreich und konnten die Moskitopopulationen meist um 90% oder sogar 99% verringern. Zwar war nicht messbar, inwieweit Dengue-Erkrankungen in den Testgebieten genau zurückgingen, aber unsere Berechnungen zeigen, dass eine erhebliche Verminderung der Population ausreicht, um eine Epidemie zu verhindern. Grund genug, Luke Alfie jetzt für den Europäischen Erfinderpreis in der Kategorie Forschung zu nominieren. Die Nominierung für den Europäischen Erfinderpreis ist eine große Ehre. Es ist eine riesige Motivation für das gesamte Team. Darüber hinaus zeigt es der ganzen Welt, was wir gemacht haben. Es hat einen sehr hohen Stellenwert. Eine Auszeichnung beim 10-jährigen Jubiläum der Preisverleihung wäre eine große Anerkennung seiner Arbeit, mit der der Zoologe Luke Alfie unzählige Menschenleben rettet.